know your girl like, you know me, let's... Schaut mal, was ich hab. Ein Paket aus Deutschland von meinem Geburtstag, der im Januar war. Und es ist jetzt Mitte Mai. Und es ist angekommen. Das Paket wurde abgeschickt im Januar, ich glaube am 1. Und das war schon nach 2 Wochen da. Allerdings ist das System mit Paketen in Costa Rica, also mit dem Zoll und alles, sehr, sehr langjährig und sehr, sehr schwer. Und auch Correos nennt sich das, also Correos de Costa Rica, Post von Costa Rica, ist auch im Inland relativ langsam. Und ich habe sogar im Februar schon die Zollgebühren bezahlt, was ungefähr 3 Euro waren, also nichts. Ich dachte, wir öffnen das jetzt einfach mal zusammen. Es wurde auch, wie man sieht, schon gefühlt 10.000 Mal auf und wieder zugeklebt. Also, ich dachte nicht, dass es so groß ist, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott, nein. Ein Schal. Buddhistische Weisheiten. Oh Gott. Achso, ist ein Planer. Und ganz... Oh. Liebe Anna, alles, alles Gute zum 16. Geburtstag. Hast du schon selber dein Alkohol gekauft? Oh, das ist von meinem Bruder. Das ist das erste Mal, dass wir seine Schrift sehen. Ja, 8 Monaten. Und ich dachte nicht, dass ich anfange zu heulen. Oh mein Gott. Hallo Anna, alles Gute zum 16. Geburtstag. Hast du schon selber deinen Alkohol gekauft? Hoffe, dir geht es gut und du hast drüben viel Spaß. Und ja, ich mag deine Briefe sehr und lese sie auch immer durch. Ich mag deine Motivationstexte sehr und I tear breathing them every time. Ja, same Bruder, same Mann. Aber ich hoffe, dass du diesen Brief nach deinem Geburtstag lesen kannst. Naja, fast, ne? Es wäre okay, ist es bien. Hoffe, dass man das so sagt, lol. Und ja... Hoffe, du schreibst bald wieder. Alles Gute, bleib gesund. Und mein Bruder hat mir einen coolen Birthday Cake gemalt. Will ich den von meinem Vater jetzt lesen? Das ist, sorry, aber das sind so 5 Seiten, den lese ich jetzt mal nicht. Buddhistische Weisheiten Wochenkalender. Weil ich bekanntlicherweise nicht genug Kalender habe in meinem Leben. La Casa de Mana, ein Buch. Das ist das Standardgeschenk von meinem Vater. Ist lustigerweise Bücher, obwohl er weiß, dass ich nicht lese. Und bei meinem Bruder ist das Gleiche. Wir kriegen jedes Jahr zu Weihnachten und zum Geburtstag 10.000 Bücher. Und das Lustige ist, dass wir die Bücher teilweise schon kennen, weil er uns die Bücher schenkt, die er schon oben bei sich in seinem Zimmer hatte. Und die kennen wir natürlich schon. Und dann schenkt er uns die Bücher. Aber ich freue mich natürlich. Und ein Letterset. Und das ist das zweite Letterset, was ich habe. Ich habe nämlich das. Das ist das, was ich habe. Das ist das Natural History Writing Set. Und... Das ist so das Briefpapier, was mega schön ist. Das ist das Briefpapier. Also einmal haben wir Quallen, sowas, Palmen und Kraken. Hier ist noch was drin. Ich bin so froh, dass das Paket angekommen ist. Oh, wenn der verloren gegangen wäre. Ich habe noch nie einen Brief bekommen, so richtig. Also... Vor meinem Auslandsjahr, ich schreibe mega gern Briefe und habe das auch schon oft gemacht, aber ich habe irgendwie nie einen zurückbekommen. Doch gerne, weil ich es mag, mal zu entschleunigen und einfach irgendwas in Ruhe aufzuschreiben, was nicht sofort geht. Also Textnachrichten, WhatsApp, das ist einfach immer so schnell und so kurzweilig. Und ich habe auch immer gerne Liebesbriefe an meinen Ex damals geschrieben, in den 14 Monaten, die wir zusammen waren. Und... Ich habe noch nie was zurückbekommen. Ich gehe ziemlich genau in 2 Monaten. Ich will irgendwie nicht gehen, weil ich war noch nie so glücklich. Und ich weiß, das ist wirklich kein Grund zu weinen, glücklich zu sein. Und ich habe Angst, dass ich, wenn ich wiederkomme, ich in alte Muster verfalle und wie so eine Art Rückfall, dass es dann wieder so ist, wie es war, und das will ich nicht. In Costa Rica werde ich nicht vermissen, dass ich hier bin, dass ich auf den Markt gehe. Ich werde vielleicht ein bisschen Cartago vermissen, meine Stadt hier, meine Spaziergänge zu machen und über die nicht gepflegten Straßen und die viel zu großen Regenrinden zu laufen. Aber ich werde meine Gastmutter vermissen. Das Zweite, was ich vermissen werde, ist die Tanzschule. Die Tanzlehrer sind einfach so, so toll. Ich habe die so, so lieb. Ich bin zum Unterricht gegangen, eine halbe Stunde, nachdem ich mit meinem Freund das gemacht habe. Und natürlich habe ich geheult.
Und ich habe mich einfach einen Namen genommen. Und ich, es ist jetzt fast Mitternacht. Und ich habe morgen einen wichtigen Tag von mir. Ich kriege eine neue Frisur und ich weiß immer noch nicht ganz, welche Frisur ich haben will. Und das Video ist auch schon 10 Minuten. Es ist okay. Schmerz ist der Preis, den wir für Liebe zahlen. Habe ich irgendwann mal gelesen. Finde ich ganz passend. Los. I'm getting. Ich versuche immer auf Englisch zu reden, wenn ich in der Kamera rede. Ich bin so dran gewöhnt. Ich gehe gleich los in so, naja, eigentlich jetzt, aber in Tico-Zeit 5 Minuten und ich gehe zum Friseur und wir schneiden meine Haare. Yes! Und danach räume ich mein Zimmer auf. Ach, so cool, so cool. The sun kiss our skin as we run hand in hand. Okay. Ich habe mir die Haare geschnitten. Und ich habe jetzt sehr viel weniger Haare auf dem Kopf. Sehr viel weniger. Hier ist ein Bild von all den Haaren, die ich jetzt nicht mehr auf dem Kopf habe. Also ich habe noch Haare auf dem Kopf und es sieht auch gut aus. Und jetzt hat es eine Form. Aber ich habe keine Haare. Hä? Es fühlt sich so viel leichter an. Ich fahre so in meine Haare. Und da ist nichts. Er hat mir gar nicht von der Länge so viel weggenommen, sondern halt eher dann Stufen reingeschnitten. Ich hatte noch nie einen Haarschnitt. Ich hatte immer nur geschnittene Haare. Ich hatte noch nie einen Haarschnitt. Und jetzt... Ich habe nie Schmuck getragen. Ich hatte nie einen Haarschnitt. Jetzt bin ich in Costa Rica, habe mir hier 3 Piercings gemacht, habe immer nur Ringe an und habe einen Haarschnitt. Das sieht gut aus. Gestern wird das Mr. P. Mi comida en general. Pero sí, ¿verdad? Es que también tengo que cocinar otra vez. Ya no sé, ya no recuerdo cómo cocinar. No. Pero un año no lo hice. Oh, me van a faltar mis mangos. Yo solo estoy comiendo mangos aquí. Ok, bueno. Y aguacate. Tschüss. Adiós. Ok, así. Sin disculpas, señor Pedones. Pregunté por nuestro combo de verdura. Es un quinto. Es a 500 la mano de guineo, sí señora, para echarle los frijolitos. Hi, ich habe ganz viel Obst gekauft. Und zwar nur für 2 Meal Colones, was umgerechnet ungefähr 3 Euro, 3,50 Euro ist. Und ich dachte, ich mache einen kleinen Haul. Ich habe eine kleine Ananas gekauft. Ich nenne mich selbst auch manchmal Ananas Shirin, weil meine Haare früher irgendwie so aussahen wie eine Ananas. Eine Handvoll Bananen. Also, die nennt sich Handbananen. Das ist halt ein Strauch Bananen. Ich werde die Hälfte gleich mal einfrieren und mit der anderen Hälfte weiß ich noch nicht so ganz, was ich mache. Wahrscheinlich lasse ich die ein paar Tage liegen und mache dann Bananenbrot. Eine Mango, 2 Mangos und 6 Passionfruits. Eine davon habe ich schon vergessen. Die sind hier jeden Freitag und mittlerweile kenne ich die auch schon. Und immer, wenn ich da bin, kaufe ich auch das Obst, weil es ist einfach so billig. Ich mag es zwar auch auf den Markt zu gehen, weil der ist auch mega schön. Aber wenn ich das kaufen kann, dann kaufe ich das, weil es billiger. So einfach. Heute war ein ereignisreicher Tag. Morgen treffe ich mich mit Freunden. Und deswegen gehe ich jetzt schlafen, weil ich habe meine Tage. ¿Qué pasa? ¿Qué siente? Ja, mal siente. Oh, fuck. Know your girl like you know me. Let's run away together, go live by the sea. Yeah. I know a place and it's pretty far away where we can live tomorrow. You want to go? I'm gonna show you how to do it. Wow, so cool. That's the main character for me.